Optimale Minigolfbedingungen beschert der Herbst dem Heringhäuser Golfplatz im Oktober. Seit September ist die Anlage im Siegesweg neu eröffnet und hat seitdem viele Hobbygolfer begeistert. Doch einfach sind die Bahnen nicht zu bestreiten. Keine der 13 Bahnen ist wie die andere. Alle greifen einen anderen Punkt des Diemelsteiges auf und unterscheiden sich in Schwierigkeit und Länge. Gar nicht so leicht, findet auch Testgolfer Jonas Schulze aus Heringhausen. Mit viel Liebe zum Detail wurden die Diemelstaumauer, Felder- und Wiesenlandschaften, das Adorfer Mühlrad und der Dommelturm nachempfunden. Zusätzlich machen unterirdische Geheimgänge, enge Tunnel und lange Rampen das Golfen in Heringhausen zu einer abwechslungsreichen Angelegenheit. Leicht am Hang gelegen lochen die Golfer mit herrlichem Blick auf den Diemelsee ein. Falls während des Golfspiels eine Regenwolke aufziehen sollte, bietet das neu gebaute Golfhaus am Kopf des Platzes genügend Unterschlupfmöglichkeiten. Noch bis zum 21. Oktober besteht die Möglichkeit, auf den 13 Bahnen zu spielen. Unser Tipp: am besten mit einem Schlag einlochen.